Das letzte Stück der Steigung wird im Kleingang gezwungen. Das Getriebe sinkt ordentlich. Das steilste Stück der Steigung ist gezwungen. Die Maschine läuft gleich wieder leichter. Anhalten zum Gangwechsel. Schieber schließen. Steuerung neutral legen. Großen Gang einlegen. Sichern, Schieber aus, Steuerung auslegen, Reglerschieber öffnen und schon geht's weiter im großen Gang. Die ersten Häuser oder die letzten Häuser des Vogelviertels kommen in Sicht. Und links durch die Bäume das Reitbahnviertel. Und weiter geht es. Der Fußgängerübergang zwischen Vogel- und Reitbahnviertel. Und es geht am Reitbahnviertel vorbei. Immer auf der alten Trasse nach Friedland. Der nächste Überweg zwischen Vogelviertel und Reitbahnviertel kommt daran. Links ein bisschen Spielplatz und weiter geht es. Gleich ist die Berliner Straße erreicht. Früher gab es da einen Bahnübergang, einen beschrankten, an dem das Warten doch etwas länger gedauert hat, wenn der Zug nach Friedland fuhr und zurückkam. Der Bahnübergang der Minerstraße ist erreicht. Es geht wieder zurück. Die kleine Maschine hat richtig zu tun auf der Strecke. Das Profil ist leicht wellig. Schon ganz schöne Anforderungen. Dann muss auch noch Wasser nachgespeist werden. Der Kessel ist spitz auf Knopf.